Du kannst es mir zum Beispiel gleich auch rüberschicken, wenn ich dran bin, weil dann muss ich nicht ständig auf dein Handy gucken und es anmachen. Hör auf, so intelligente Sachen zu sagen, das verwirrt mich. Das verwirrt dich, ja? Das verstehe ich, dass du mit intelligenten Leuten nicht umgehen kannst. Ja, eben. Vor allem mit intelligenten Dingen kann ich nicht umgehen. Hast du mich gerade als Ding beleidigt? Nein, ich habe deinen Ausspruch als Ding bezeichnet. Ah ja. Du bimmst ein sehr intelligentes Wesen. So, können wir loslegen? Scheiße. Also sowohl Kamera als auch Ton. Oh, unser ganzes Scheißgelaber ist mit drauf. Super, Outtake. Wir sind gerade in der... Nein, wir sind nicht in der Lanxess Arena, wir sind vor der Lanxess Arena. Schade. Ich hatte gerade so das Verlangen, beim Zeigen so zu dabben. Bei der Lanxess Arena. Mike Singer, Lukas Rieck. Ich tue jetzt einfach so, als wäre heute Showday. Das ist eine gute Idee. Das weiß Idee. Ja keiner. Das wissen die Leute, die dich gestern im Vogelflugscheid gesehen haben. Who cares? Jetzt kommt wieder die Pfanneinlage, während ich das gelesen habe. Ich will aber nicht. Wenn du das reinschneidest, wird das doof. Okay. Nein, ich mach's nicht. Ich dachte gerade, ich korrigiere meinen schlechten Gesang von gerade, aber ich glaube, es besser wird nicht. 1000 years. Hallo, ich bin bei DSDS und ich möchte heute vorsingen und... 1000 years, 1000 times. Ach so. Padim. Hört mal das, padim. Da ist ein Wochenrückblick. Na gut, das ist der Text halt auswendig, kann, dann geht's nämlich schneller. Wenn man es einmal geschafft hat, schafft man es ein zweites Mal. Ich glaube daran. So. Einmal locker machen, okay. Und da es verschiedene Sparten auf YouTube gibt, gibt es natürlich auch Musik. Und das war ein scheiß Anfang. Ich hab's gemerkt, ja? Und da sind schon einige gute Musiker daraus hervorgegangen. Fast hätte ich es geschafft. Es ist zu warm, ich kriege einen Sonnenstich. Ich hab sowas. Ist klar, dass das alles am Band ist. Das Problem ist, dass du hinter der Kamera stehst und ich davor und du schneidest die ganze Scheiße rein. Ich sollte nicht so viel Quatsch machen, wir müssen schnell durchkommen. In einer halben Stunde ist Dominik schon. Ja. Okay, Konzentration, ich kann das. Das lenkt mich ab, er ist wirklich gut. Okay, gut. Im Jahr 2007 zum Beispiel lädt ein damals 12-jähriger Junge Clips von... Weißt du, ich habe schon gemerkt, dass es schief geht und habe gedacht, du kriegst es noch. Im Jahr 2007 zum Beispiel lädt ein damals 12-jähriger Junge Clips von einem Gesamtwerk... Sein Erfolg hat aber in kommenden Jahren auch andere Musiker... Nein, ich dachte, ich schaffe es ohne nachzulesen. Ich habe gedacht, ich mache den nächsten Abschnitt, bevor ich ihn mir durchgelesen habe. Das war ein bisschen zu hoch gegriffen. Das ist gerade so, wie das schon so aussieht. Ich ging so auf diesen Charlie Puth zu und ich wusste den Namen nicht mehr. So, komm schon. Just in time. Headliner des diesjährigen Videodays, wo wir uns ja jetzt befinden, ist zum Beispiel Mike Singer. Lenk mich nicht ab. Pisser. Aber da war genug Lücke zwischen, da kannst du einen Cut setzen. Da war genug Pause. Okay, wie gesagt, das ist zum Beispiel Mike Singer. Bereits im Alter von 13 Jahren nahm Mike erfolgreich am Gesangswettbewerb... Nein, nicht ganz so erfolgreich, ne? Bereits im Alter von 13 Jahren nahm er an der Keisting-Show. Also eine Keisting-Show. Auch wenn er da nicht gewinnen konnte, so wird ihm das Talent abhanden gekommen sein, oder was? Bereits im Alter von 13 Jahren nahm er an der Casting-Show The Voice. Ich sehe es aus dem Augenwinkel, ne? Bereits im Alter von 13 Jahren nahm er an der Und jetzt hättest du ins Bild springen müssen. Das haben wir gestern so gemacht. Natürlich ist Mike Singer nicht das einzige Beispiel für Musiker, die in Deutschland... Das ist eine gute Frage. Hi. Natürlich ist Mike Singer nicht der einzige Musiker, der in Deutschland durch YouTube große Erfolge verbuchen konnte. Mike Singer ist jetzt zwei Personen. Ja. Natürlich ist Mike Singer nicht der einzige Musiker, der in Deutschland durch große Erfolge YouTube verbuchen konnte. Warum ist es so schwer? Zu Hause komme ich mir dabei weniger doof vor, weil da guckt mir niemand zu. Natürlich ist Mike Singer nicht der einzige, der in Deutschland große Erfolge als Musiker durch YouTube verbuchen konnte. Ein weiteres Beispiel? Ich finde mein inneres Chi. Alles klar, geil. Alles klar, geil. geil. Wenn ihr nun Bock habt, den Text zu dem Artikel... Nee. Scheiße, ich war zu spät. Aber wie heißt die? Ich vergesse mal die scheiß Namen von denen. Mann. Neben Schauspielern wie Vita Schäpel... Kann ich die Namen ablesen? Schauspieler wie... Warte, okay, jetzt noch... Goodbye! We are ready!
Danke für diesen Einblick hinter die Kulissen. Danke für diesen Einblick hinter die Kulissen von Wishlist. Ich wollte gerade Netflix sagen, aber das wäre falsch. Ja, Netflix and Chill, oder? Danke für diesen Einblick hinter die Kulissen von. Ich wollte schon wieder Netflix sagen. Was? Wishlist. Denn Honeyball redet gern. Denn Honeyball redet gern. Er über interessantere. Was? Über interessant. Was ist das für ein Satz, Flo? Er über relevante und etwas komplexe Themen. Honeyball redet gern. Er über relevante. Und da sie das so gerne tut, gibt es auf ihrem Kanal in unregelmäßigen Abständen auch ein Scheiße. Und da sie das. Ach, verdammt. Und da sie das so gerne tut, gibt es auch. Kritzelpixel ist aber auch ein Scheißname, das kann kein Mensch aussprechen. Kamera läuft auch? Nee, mach nochmal zur Grimassen, bitte. Was? Mach nochmal zur Grimassen, bitte. Was? Nix.